Also für Leute mit Höhenangst ist Uncharted 4 teilweise wirklich nicht geeignet. Aber die netten Leute von Naughty Dog wissen zumindest, wie sie Leute dafür belohnen, ihre Ängste zu überwinden. Nämlich mit einer geheimen Bronze-Trophäe. Für die Trophy "Ich kann von hier oben mein Haus sehen" müsst ihr nämlich auf die Spitze des Uhrturms in der Stadt klettern. Und wo bzw. wie das genau geht, verrate ich euch jetzt. Wir steigen ein in das Spiel in dem Kapitel 11 unter dem Titel "Sichtbar und doch verborgen". Da sind wir zuerst einmal durch den Marktplatz gegangen, haben dann den Uhrturm erklommen, haben die Glocken geläutet und landen jetzt oben bei der großen Glocke. Wir wollen ja nicht alles an die große Glocke hängen, Harr. Diese versuchen wir erst einmal zu läuten, dann bricht allerdings die Glocke ab, fällt nach unten und Drake ist verständlicherweise verzweifelt. An der Stelle können wir uns allerdings jetzt die Trophy holen. Anstatt wie das Spiel möchte, die Glocke per Hand zu läuten, rennen wir nach draußen, klettern hier weiter nach oben an dem gezeigten Pfad und kommen an genau dieser Stelle über diese geschickt platzierten Vorsprünge immer weiter nach oben oder fallen auch wieder runter. Wurscht. Wir gehen einfach immer weiter nach oben durch, bis wir dann letztendlich ganz oben ankommen, an diesem Gebiet, das vorher von der Glocke blockiert wurde. Da können wir jetzt dann nach rechts gehen, an der Stelle gibt es übrigens auch einen Schatz zu holen, können weiter nach oben klettern und landen dann wirklich an der Spitze des Uhrturms und können dann ganz oben wirklich die Aussicht genießen. Und unsere neue Trophäe. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide helfen. Wenn dem so war, freue ich mich natürlich als kleine Gegenleistung über euren Daumen, über euer Abo, beziehungsweise falls euch bei Uncharted 4 noch andere Trophäen fehlen, schaut einmal rein in meiner Playlist. Da gibt's noch wesentlich mehr zu entdecken.